starten. Mal gucken, ob es jetzt auf Deutsch ist. Hä? So, was lange währt, wird endlich Deutsch, ne? Oder so ähnlich. Wie ging das nochmal? Ja, ich wollte aber nichts sagen. Ja, jetzt musstest du, ne? Base, los jetzt. Argus muss gleich ins Bett. Ich weiß, ich beeil mich doch schon. Es tut mir so leid. In 3 Tagen läuft mein Sub aus. Wow. Und moin, ihr Lieben. Dafür musst du arbeiten. So, genau. Tuffy hat. Da hat es Tuffy gesagt. So, und wenn das jetzt nicht auf Deutsch ist, dann verzweifle ich. Dann weiß ich echt nicht weiter. Also dann habe ich alles probiert, alles in meiner Macht stehen, um dieses Game auf Deutsch zu stellen. Und dann werden wir es auf Englisch spielen. Nein, dann werde ich investigaten und werde Google befragen, wie es geht. So. Nochmal auf Anfang. Ich präsentiere, dass das Brandmark von der Serie ein Gear, ein Zahnrad mit einem Totenkopf drauf. Ja, warum auch immer. Aber ein Geniestreich. So. Und ich gebe dir auch wieder ein Küsschen, wenn ich wieder in Köln bin. Oh, 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 oh. Jetzt, da legt sie aber heftig vor, Tuffy. Also, ne? Ist es Deutsch? Die Mucke erinnert mich sogar ein bisschen an The Last of Us. Ach, wenn ich mich auf The Last of Us 2 freue, Leute. Nein, wie ich mich darauf freue, den ersten Teil nochmal hier mit euch im Stream zu spielen. Oh mein Gott. Okay, pass auf, wir fangen jetzt aber an. Gears of War 5. Ich weiß nicht, warum das auf War verschwunden ist, aber ist halt so. Und Pock, es ist Deutsch. Ja, es ist Deutsch. Es hat geklappt, M-Team. Ja, ja. Achso, Tuffy, an der Stelle, weil du jetzt gerade hier bist, ich weiß nicht, wie lange du schon zuhörst, aber wahrscheinlich hast du es da noch nicht gesehen. Ich habe Giveaways auf 0. Ausrufezeichen Giveaway. Und nein, Tuffy, es gibt kein Konsolenspiel zu gewinnen, sondern es gibt ein PC-Spiel zu gewinnen. Hm? So, zack, hier. Giveaway. Bammo. Wolfenstein. Youngblood. Für den PC. Shooter mit Maus und Tastatur und überhaupt. Und ich stelle die Helligkeit noch ein bisschen höher, ne? Ich sag mal, im Interesse des Streams mache ich jetzt mal so 65. So. Sicherheitszone anpassen. Das nutze sie das Steuerkreuz zur Anpassung der Ecken an den Rand ihres Bildschirms. Ja, mache ich. Ja, guck mal. Mein Gott, ich könnte auch Maler werden. Tastenschema. Steuerungsschema, Standard, Blut an, auf jeden Fall, Untertitel an, Schriftgröße, Mittel, ja, farbenblind bin ich nicht, bin nur zielblind und let's go. Ich will kein Online-Spiel, nein, 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 oh Gott sei Dank, nein, danke. Okay, du bist 5 Minuten AFK, alles klar, Arashi, wir fangen dann in der Zeit an und gucken uns das Tutorial an, so. Ich bin gespannt, also wie gesagt, Gears of War 5, ne? Eigentlich der 6. Teil der Reihe. Was soll ich dazu sagen? Männer in verkleidet als Autos, kann man fast sagen. So groß sind die Brustrüstungen und die Panzerungen, die sie anhaben. Also mit solchen Oberarmen. Ne? Sehen alle aus, als wenn sie gerade direkt aus dem WWE sind. Mit Kettensägen-Maschinengewehren in der Hand. Im Kampf gegen eine außerirdische Bedrohung, die aus dem Untergrund kommt. Die Heuschrecken. Wow, willkommen im Trainingslager. Bevor sie die Kampagne spielen, im Versus-Modus gegen andere Spieler antreten, sich den Ansturm des Schwarms im Horde-Modus entgegenstellen oder ihn im Fluchtmodus abhängen, sehen wir uns die Grundlagen und wichtigsten Neuerungen in Gears 5 an. Viel Spaß, alles klar. Lieutenant Delmon Walker meldet sich zum Dienst. So dunkel. Hey Barrett, wie lange wird es hier drin noch dunkel sein? Hä? Dunkel? Wo bist du? Wo du mich hingeschickt hast. Oh yeah, Argos mit dem gegifteten Sub an den normalen Mann. Vielen Dank dafür. Heute ist er in Spendierlaune. Dankeschön dafür, ein normaler Mann. Genieß natürlich deinen T1-Emote. Bitte alle mal Ausrufezeichen, Lauf-Ausrufezeichen, Hype, meine ich, für den Argos und natürlich für den normalen Mann. Vielen Dank dafür. Und ein Schritt weiter auf unserem Weg zu den 50 Emotes. Okay, so. Nach oben und unten schauen. Ich schaue. Ja, habe ich. Fortsetzen, passt. Ja, ich sehe, Dave. Okay. Okay, Kuss aufs Auge geht raus. Okay. Beeil dich bitte. Ah, defekte Lichter. Iris, öffne die Türen. Okay. Natürlich, Damon. Und jetzt direkt beim Giveaway mitmachen. Was? Wow! Hey, irgendwie mussten wir in den Kasten ja Licht reinbringen, oder? Warte kurz, das haben wir gleich. Wow! Okay. Warum hast du mich dafür aus meinem gemütlichen Bett geholt? Okay, ich will unsere Sicherheitsbots aufrüsten, damit sie für den Schwarm gewappnet sind.
Die Sensoren deiner Schutzausrüstung zeichnen all deine Aktionen auf. Okay. Und du glaubst echt, dass deine Bots meine Moves abkupfern können? Ja, tu ich. Genau genommen. Oh shit. Ah! Tolle Landung, Barrett. Danke. Okay, wir müssen die Sensoren kalibrieren. Folge einfach Dave. Okay. Gut, jetzt bleib bei ihm. So, genau. Und Deckung. Ich kann jetzt gerade gemütlich brunchen. Okay. Das kriegst du, wenn wir hier fertig sind, Kleiner. Okay, was jetzt? Achso, und dann einfach laufen. Okay, alles klar. Was soll ich denn? Bewegen und umsehen. Hab ich. Okay, hab ich. Hab ich. Und jetzt? Dave folgen. Achso, ich muss dem Vieh nachlaufen. Das ist Dave. Tauchen Twitch Subs eigentlich auch dazu? Du musst jetzt hier Geld zu waschen? Ich kann's dir nicht beantworten, normalerweise. Okay. Der piept. Der Dave. Na schön, Lieutenant. Dein Taktik-Com wird laufend aktualisiert. Sieh okay. mal nach. I see. Und jetzt? LB drücken, so okay. Ich kann Dave sehen. Wunderbar, echt gut. Egal, okay. Jetzt kommt das Ziffernfeld. Ja, wie mache ich das auf? X drücken, alles klar. Fantastisch. Iris, das nächste Modul. Vorbereitung läuft. Egal. Okay. Für den Kampf müssen die, die als erstes lernen, Deckung richtig zu nutzen. Mhm. So wie du. Deckung! Okay. Zur nächsten Deckung, bitte. Ups. Hab ich, bin okay, ich. Okay, okay. Und jetzt begib dich zur nächsten Deckung. Hep. Perfekt, das war's. Bleib bei der Wand und geh nach links. Als wärst du unter Beschuss. Okay. Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Hab ich. Und jetzt? Das ist verwertbar. Jetzt wird's erst richtig interessant. Okay. Die Divis müssen lernen, dass Feinde sie auch in Deckung seitlich treffen können. Nutz die Deckung, um Daves Sicht zu blockieren. So lernen sie, wie sich ein Gear bewegt. Aha. Okay, das war's für mich. Dave, aktiviere deinen Ziellaser. Oh shit. So. Jetzt trifft er mich nicht. Kannst du mich nicht finden? Aha. Aha. Er findet mich nicht. Pikabu. Daneben. Okay. Oh. Weißt du was? Das macht irgendwie Spaß. Irgendwie sieht der Typ dick aus und nicht muskulös, wie du es versprochen hast, Base. Das sieht man gleich noch besser. Okay. Der ist so dick angezogen. Ein Sprung über die Deckung. Geh bei Dave in Deckung. Okay. Okay. In Deckung und drüber. Und jetzt spring drüber. Okay, got it. Gut. Got it. Wie fühlst du dich, Kleiner? Großartig. Fortsetzen, bitte. Ich wärme mich auf. Iris, aktiviere den Sprintgraben. Natürlich, Dave. Was? Okay. Was ist der Sprintgraben? Ja, ich laufe jetzt. Der Bot hat keine Ahnung, wie es ist, in vollem Tempo zu rennen. Okay. Also zeigen wir es ihnen. WBE Arashi. Sprinte gegen Dave darüber. Iris, okay. Countdown bitte. Drei, jetzt sprinten wir. Drei, zwei, eins. Los. Ey, der Bot ist so viel schneller. Ich sagte doch, du sollst sprinten. Wohin denn? Mal joggen. Zurück mit dir und okay. Vorn. Jetzt nochmal, okay. Iris, Countdown bitte. Okay. 3, 2, 1, los. Okay. Got it. Und jetzt? Gut. Und jetzt wieder zurück zum Start. Ach so, ich musste Iris, einfach nur warten, okay. 3, 2, 1, los. Yeah. Zu langsam, Dave. Okay, gute Arbeit. Okay. Das war brauchbar. Aha, I got it. Fortsetzen, stell dir bitte. Vor, die sind jetzt so unverwechselbar wie du. Schön für sie. Okay. Was jetzt? Iris, bereite das Schießtraining vor. Schießtraining. Jawohl, ballern. Ballern. Schussanlage wurde platziert. So viel zum Thema Donate, aber ich habe die Kohle jetzt und jetzt muss ich zappen und in den Keller gehen. Hallo, hallo, grüß dich. Na, alles klar, James? Okay, willkommen im Studio. Wie geht's dir? Die vielseitigste und zuverlässigste Waffe. Ja, da ist sie. Kettensägengewehr. Zielerfassung. Beim Schwierigkeitsgrad Anfänger springt die halbautomatische Zielerfassung auf Gegner, wenn sie auf sich zielt und schaltet diese auf. Sie ist derzeit aktiv, kann aber jederzeit deaktiviert werden, indem sie auf Pausieren und Einstellungsoptionen erleichterte Bedingungen ändern. Okay, höherer Schwierigkeitsgrad? Wo kann ich das machen? Option? Aber man konnte noch gar keinen Schwierigkeitsgrad auswählen, ne? Spiel.
Wir können bestimmt gleich noch die Schwierigkeitsgrad aussuchen. Okay, okay. Jawohl. Ach, ich frag meinen Haarfarbe nicht, aber jetzt muss ich sie ertragen. Was? Okay. Ach, ich muss jetzt ballern. Okay. Wie sehe ich aus, Baird? Sexy, oder? Oh, okay, wartet mal. Okay. Noch. Ja, nachladen. Und jetzt zerstör sie durch blindes Feuer, während du selbst hinter der schützenden Deckung bleibst. Einheit muss los. Ah. Aus irgendeinem verdammten Grund haben die Divis Probleme, perfekt nachzuladen. Oh. Zeig ihnen, wie es geht. Okay, perfekt nachladen. Wartet, da oben seht ihr. Anzeige und jetzt... Oh, das war kacke. Okay, got it. Ja, schneller nachladen. Ich weiß. Oh, okay. Wow, perfekt. Die Daten müssen doch was taugen. Nicht schlecht, aber jetzt wird's schwieriger. Okay. Kannst du auch ein bewegliches Ziel eliminieren? Got it. Kinderspiel. Gut, dann machen wir jetzt. Wie kann er denn nachladen, bitte? Schnapp dir ein paar Splittergranaten. Sollen die DBs wirklich mit Granaten um sich werfen? Natürlich kann man mit Controller zielen. Ich bitte dich. Granaten. Okay. Rüste sie aus. Okay. Achso. Got it. Chris, ich brauche ein paar Freiwillige. So wirft man Granaten, guck mal. Hochjagen kann. Ja, Schatz. Damon. Ja, Schatz. Ja, Damon. Wow. Das hast du nicht gehört. Holy crap. Inwiefern hilft das beim Training der DBs? Das sind alte Wacheinheiten. Die hätte ich sowieso ausgeschlachtet. Achso, ich soll aus der Deckung genau werfen, okay. Bleib in Deckung und wirf die Granate blind. Achso, blind werfen, okay. Warten Sie auf Ihre Festnahme. Gibt es Gears 5 nur für Xbox? Nein, auch für PC. Und gerade im Game Pass enthalten. Ich spiele es nur auf der Xbox, weil auf dem PC... Achso, warte, ich soll jetzt noch Munition holen. Ups. Ich spiele es nur auf der Konsole, weil ich dann die Streamqualität ein bisschen höher stellen kann. Und der Erste. Bumm. Klasse. Pünktlich um 22 Uhr in England. T-Brainer, willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Wie geht's dir? Nein, fortsetzen. Steht Markus auf Tomaten? Ich schütze immer so, wenn ich Controller spiele. Was? Hallo? Das ist super. Und Inductive, willkommen im Stream. Schön, dass du reinschaust. Und Giveaway, die Infos stehen dort nur für Subs, weil ich an meiner Road to Next Emote arbeite. Schnell ist gut, ich verhungere. Wechsel mal zwischen Ups. Schusswaffe und Granaten. Geh nicht immer gleich vor. Okay, ich wechsle. Okay, ich geb's zu, das ist viel besser als Brunch. Okay. Achso, ich hab gar keine Granaten mehr. Na gut, okay. Ausgezeichnet. Die Waffen sehen gut aus. Weiter. Dir geht's gut? Super, das freut mich. Mir geht's auch super. Wir sind gut durchgestartet und direkt hier und wieder in den Stream rein. Okay. Oh, soll ich jetzt machen? Er schließt sich uns jetzt an. Oh, was ist mit ihm, der Arme? Was ist los mit ihm? Sieht doch ganz okay aus. Dave. Nein, Mr. Brown, bitte, was? Erzählen Sie mehr. Oh nein, er hat Damage. Oh. Ja, hingehen, X drücken. Keine Angst, ja. Ich hab dich. Okay, es sind wirklich die Basics. Damit du es weißt, der nächste Teil wird etwas wehtun. Was soll das bitte heißen? Ja, bitte, bitte. Dave. Der Lancer, der Lancer. Aua, 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 aua. Ohne Gesundheit. So, jetzt haben sie mir gezeigt, wie es aussieht, wenn ich Schaden habe. Okay. Super fair. Seht ihr, guck mal, die Mädels wissen das besser. James. Ignorier sie, Kleiner, sie Wackelkontakt oder so. Okay. Darf ich jetzt aufstehen? Sie brauchen offenbar Hilfe. Ja, bitte. Heb mich auf. Oh, Dankeschön. Hey, Kleiner. Tu mir einen Gefallen und verschrotte diese Wacheinheit, ja? Nimm die Kettensäge deines Lancers. Jetzt geht's ab. Echt? Kettensäge. Das ist mal kaltherzig. So. Halten Sie RB gedrückt, okay? Let's go.
dass ihr auch bei menschlichen Gegnern. Keine Sorge, ich kümmere mich okay. um Recycling. Geh zu Billy mit der Säge, genau. So. Na schön. Brunch ist eh vorbei. Ich will jetzt endlich spielen. Iris, starte das nächste Trainingsmodul. Nein. Vorbereitung läuft. Okay. Hol die Nasher Schrotflinte von dort. Ah, Shotgun. Okay. Jetzt schon. Shotgun, jawohl. Eliminiere die Hirten, brauch so viele Nahkampfdaten wie möglich. Sieh gut her, Baby. Jawohl. So, wo sind die? Wo sind die? Da. Diese Mischung ist geschaffen für den Kampf auf kurze Distanz. Wo? Geh ruhig nah ran. Ich such grad, hier ist keiner. Hängt, ach da, da. Nee, Moment, wo sind die Gegner? Ach da. Ich bin hier, um zu Das ist eigentlich das, wie man mit der Shotgun spielt. Immer schön dran rollen und dann aus der Deckung auch ballern. Ich bin hier, um zu helfen. Also quasi sowas hier. Wall Bounce und dann Bam. Wir nämlich schon. Okay. Lieutenant Arnold Walker, Sie wohnen als Feind unseres. Und fertig. Gute Arbeit. Ach übrigens, Iris, Modul 7 muss gereinigt werden. Und bist du bereit für das Nahkampfmodul? Okay. Ja, weiter. Weil geboren wurde, muss ich nicht mehr bereit machen. Einer sagt, ich wette mit dir, du schaffst es nichts, wirst du mir Chicken McNuggets Testing aufzuessen. Und ich sagte, doch, ich kann es noch zuschauen, weil ich zu guter Wette verloren ging. Was? Chicken McNuggets, oder? Also, Chicken McNuggets ist ja nicht das Problem, aber Classic? 12? Als erstes erledige den deaktivierten DB mit einem Kampfmesser. Oh, was? Das ist mir etwas unfair, aber okay. Ah. Nahkampfmodus, oder ist er? Jawohl. Hinrichten! Mit Stil erledigt! Jawohl. Beeindruckend. Völlig überzogen, aber beeindruckend. Gut. Ich schaffe nicht mal 12 Chicken Nuggets. Holy crap, 12 Chicken? Okay, Classic. Was? Wo hinter? Warte. Und jetzt zieh einfach. Boom! Boom! Achso, drüber. Ach, ich soll den ziehen. Oh, sorry. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. So, jetzt. Und. Hep! Herkomm! Das Messer rein. Got it. Okay. Boom! Tut mir fast schon leid. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wie vorher. Geh vor dem Hirten in Deckung, aber spring dieses Mal in ihn rein. Verheiratet und grüne Haare. Dann kommt noch 12 McChicken Classic. Essen. Lauf, lauf, lauf. Spring drüber und schlag zu. Und jetzt das Messer. Jawohl, gerade. Ich erkenne ein Muster. McDonald's States. Geh in Deckung. Was? Wo? Wo soll ich in Deckung gehen? Da. Und jetzt? Ergreif dich an! Kontern! Ja, du. Bam! Jetzt den Knatsch! Got it! Barry, das grenzt ja an Robotermord, Mann! Ach, wirklich? Okay. Wie wär's dann mit den Soldaten aus einem fairen Kampf? Hat er nicht gemacht. Nein, schon, fortsetzen. Wir reden hier von mir. Du hast nicht genug Roboter für einen fairen Kampf. Ach ja, mal sehen. Schnapp dir dein Zeug, dann legen wir los. Okay. Ich hab alles. Und jetzt? Schockgranate. Retro-Lancer? Ja, komm, die Retro-Lancer, ja. Verstrecker, nein. Nein, ich will. Was ist denn der Talon? Nee. So. Perfekt. Ich bin fertig. Oh Gott, wie geil. Nee, wir nehmen das hier. So, okay, let's go. Bin fertig. So, und jetzt? Was soll ich machen? Dave folgen. Wohin? Iris, starte Kampfsimulation 12. Hab ihn. Kampfsimulation 12 sollte für einen erfahrenen Gier wie Lieutenant Walker kein Problem darstellen. Iris, man muss dich einfach lieben. Okay, Simulation 13. Größere Herausforderung, bessere Ergebnisse. Im schlimmsten Fall landet Delphi ein paar Wochen im Krankenhaus. Halt, jetzt aber. Kranken, was? Wirst schon sehen, geh einfach zu Dave, dann legen wir los. Ja los, jetzt loslegen. Okay, mach das Tutorial fertig. Oh wow. Sag deinen Teamkameraden Hallo, Kleiner.
Hi. Hi, Kameraden. Guten Tag, Lieutenant. Iris, lass die Feinde los. Okay. Die Angreifer werden sich nicht zurückhalten. Also beschafft mir Daten, die mich weiterbringen. Okay, jetzt 5 DBs aufschalten. Team Hell geht steil. Let's go. Keiner mit nicht tödlicher Gewalt an. Angriff. Oh, verdammt. Null. Da. Muss die Sensitivität, glaube ich, noch anders einstellen. Okay, wie viel kommen da noch? Wo kommt der denn jetzt her? Lade nach. Mein Robo gegen dein Robo! Okay. Ich muss euch wohl noch so einiges beibringen. Ah. Ende des Jahrhunderts, geil, ne? Okay. Hoffentlich hast du, was du brauchst. Ich geh was essen. Ich werde die Daten essen. Iris, was würde ich nur ohne dich tun? Da schaudert es mir, Damon. Oh, haben wir es geschafft? Ja! Und das gibt direkt ein Achievement! My body is ready! Okay, Trainingslager abgeschlossen. Glückwunsch. Hoffentlich hat Bert dir jetzt alle benötigten Daten, um deine DBs in Armee von Schwarz... Was? Schwarmvernichtungsroboter zu verwandeln. Nun, da sie die Grundausbildung absolviert haben, sind sie bereit, Einsätze in GIS 5 auf einem von 5 Schwierigkeitsgraden zu spielen. Und natürlich können sie stets hierher zurückkehren, falls sie eine Auffrischung benötigen. Alles klar, auf zum Hauptmenü! Und ich sag gleich vorweg, wir werden nicht den schwierigsten Schwierigkeitsgrad nehmen, das kann ich euch garantieren, weil der schwierigste Schwierigkeitsgrad war immer, immer, immer die Hölle. Also da würde ich jetzt wahrscheinlich dann noch bis nächstes Jahr sitzen. Und das wollen wir ja nicht. Ah, die beste Medizin ist die Kettensäge, weil sie halt die Plagen. Ja, ja. Die Leute gechainsawed. Aber ansonsten war die Gnasher auch immer großartig, die Shotgun. Ne? So, ich bin gespannt. Also, wir werden jetzt, jawohl, Kampagne spielen. Und wir spielen eine neue Kampagne. Auf dem ersten Speicherstand. Und wo kann ich jetzt? Mittel. Ach da. Mittel erfahren? Wahnsinnig. Anfänger. Also ich sag mal, erfahren machen wir, ja? Okay. Also Anfänger ist Quatsch. Mittel schaffen wir auch. Ich mache erfahren. Weil wahnsinnig ist zu krass. Wir wollen ja ein bisschen Challenge, wollen wir ja dabei haben, oder? Nicht Warnsignal. Wahnsinnig ist mein zweiter Name. Nein, Leute, wir machen nicht wahnsinnig. Dann werde ich niemals fertig. Niemals. Nee, ich will nicht. Und ihr wollt es auch nicht sehen. Ihr sagt ja dann immer, Base, mach mal das Spiel fertig. Mach mal das Spiel fertig. Nein, ich mache erfahren. Okay? Wahnsinnig ist halt schon, ist halt zu krass. So, also, Spiel starten, erfahren. Und wir machen das hier solo natürlich. Weil ich habe sonst niemanden, der mit mir spielt. Keine Freunde, Leute. Keine Freunde. Akt 1, blinder Schuss. Tipp. Drücken Sie Y, um mit Daves Impulsfähigkeit nach Gegnern zu scannen. Let's go! Ich bin gespannt. Okay, denkt dran, stay hydrated. Base hat gar keinen Bot dafür. Habe ich mich bis jetzt gewehrt dagegen, weil ich kann auch so wissen, wann ich trinken muss. Ah, danke Aria, du Armer. Okay, Tipp, bei früheren Schlachten in den Ruinen von Cera wurden viele Dinge zurückgelassen. Okay. Was bisher geschah? Sind wir keine Freunde? Oh, Leute, was bisher geschah? Base, hätte ich schon gesagt. Previously, on Gears. Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt, jetzt überfallen wir eine. Das ist Teil 4. Ankons begehen halt Überfälle. Lieutenant, Sie waren fleißig. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was ist passiert? Die kurze Version. Die Chor ist auf dem Weg. Wir haben versprochen, dass hier der Fabrikator steht, ohne Jin zu provozieren. Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Mom! Hey, Tür zu! Versteck dich und dann verschwinde! Mama! Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass er uns helfen kann. Unser Dorf wurde angegriffen.
Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Dad, du solltest dir das hier ansehen. Scheiße. Leute! Ich dachte, ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmium-Mine auf der anderen Seite. Weil die Chor da nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Hentai! Wir entführen Menschen und benutzen sie. Und wenn wir nicht zurückkommen, dann... Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Scheiße. Jawohl. Chat, ich bin gleich wieder bei euch. Ich lasse gerade das Intro laufen. Sein, wo diese Biester herkommen. Und wohin diese Häscher gehen? Mein Vater lebt und er ist da unten. James. In der Kapsel. Ich war in ihrem Netzwerk. Dieser ganze verdammte Schwarm. Hier ist alles verbunden. Die Locusts sind nicht tot, James. Kate, deine Mutter, sie lebt. Wo ist sie? Sie wird nicht wie die anderen behandelt. Keine Kapsel. Wenn ihr mich befreit, sterbe ich. Schon okay. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Mindblown! Da muss ich kurz erzählen, das ist das offizielle Symbol von den Locust gewesen aus dem ersten Teil. Oh yeah. Synchronsprecher von Obi-Wan. Und warte, erstmal hallo. Und hallo, natürlich sind wir Freunde. Kellerkinder und überhaupt. Kindergeld krieg nur ich. Hat der Stream Aussetzer bei euch? Was? Warum? But why? Was für Aussetzer! Liegt an mir! Was hab ich gemacht? Verarscht ihr mich? Ich kann jetzt noch reden, jetzt läuft gerade das Intro. Also bei mir, ich droppe 0 Frames, Leute. Alles Gucci. Das war jetzt gerade, was bisher geschah, M-Team. Ich guck mal gerade, ob es irgendwas droppt, aber. Nee. Das ist gut. Ihr veräppelt mich doch. Okay. So. Geht's, glaube ich. Okay. Vielleicht, weil mein Discord im Hintergrund gerade war? Ich habe keine Ahnung. Aber das dürfte eigentlich nichts machen. Jawohl. Okay, wir sind wieder wach. Und wen fandst du jetzt cute, Arashi? Kate ist nicht bereit für das. Sie kann ja kaum die Augen aufhalten. Mach dir keine Sorgen. Echt? Sie schafft das. Okay. Wir sind fast bei Dad's Koordinaten. Willkommen in Azura. Vielleicht kann ich hier noch was einstellen, dass es besser wird. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? So. Gestern Nacht, bestimmt 8 oder
9 Minuten, ja. Guck mal. Albträume. Wird es je besser? Es wird erträglich. Ach, die Mom. Mom ist leider weg. Alles klar, legen wir mal los. Okay, es knüpft also direkt am Ende von Teil 4 an. Wir müssen uns einhaken. Vicky, James. Ja, ist okay. Danke, Tufi. Ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, aber jetzt sieht es auch so aus, als wird es wirklich gar keine Frames droppen. Und wer springt zuerst? Definitiv nicht du. Dell, mir geht's gut, okay? Ja, ist schon klar. Oh, scheiße. Danke, Dell. Sam, wir steigen aus. Verstanden. Wir warten hier oben auf euch. Wir sehen uns. Hey, Dave, kommst du? Ja, hab ich kein God of War dafür, aber Gears of War, ja? Es ist ein of War dabei. Du bist jetzt aber schlafen, alles klar. Gute Nacht, Aria. Zentrale, echt jetzt? Ich habe einen Namen. Okay. Blinder Schuss. Und wir brechen schon jetzt genug von ihnen. Was Jin nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist meine Entscheidung, okay? Wenn es der Ministerpräsidentin nicht passt, kann sie mich ja anschreien. Vermutlich wird sie das sowieso tun. Sag uns einfach, wohin, Zentrale. Upsi, hast du das Game bei Steam gekauft oder gibt es eine bessere Option? Erstmal, willkommen im Stream und Xbox Game Pass. 2 Euro, 2 Monate. Du kannst 2 Monate das Game auf PC oder auf Xbox spielen. Laut deinen Informationen ist eins der Silos noch intakt, oder? Ja, soweit sie das beurteilen können. Bring Dave in einen Kontrollraum. Er regelt die Startsequenz. Orte das Raketensilo. Okay. Dann lass uns mal gucken, dass wir das Raketensilo finden. Ah, sehr gut, genau. Okay, hoch oder runter? Oh, da liegt was. Was ist das? Collectible. Herausforderungsmünzen der Onyx-Wache. Eine Herausforderungsmünze, die einem Mitglied der Onyx-Wache für seinen Dienst verliehen wurde. Die Prägung lautet Jeremiah Keegan, Onyx-Wache 5 Jahre. Kein Rückzug, keine Kapitulation, keine Niederlage. Ich glaube, das sind einfach nur Collectibles. Okay. Was habe ich überhaupt für Waffen dabei? Ah, okay. Das Standard-Repertoire. Da gibt es kein Ares, kein Hades und Zeus, Kratos und keine Chaos-Klingen. Es gibt dafür aber Kettensägen, ja. So. Es sieht schon gut aus. Haben sie schön gemacht, muss ich ja sagen. Okay. Ich denke, da können wir nicht lang. Das heißt, wir laufen hier lang. Dave, Licht. Danke. Ich wollte gerade fragen. Hätte man doch die Helligkeit hochstellen. Auf dieser Insel gibt es eine große Locust-Grabstätte. Wenn sie schlüpfen, wird uns der Schwarm überrennen. Das ist meine Art, zurück nach Azura zu kommen. Ja, aber wenn die Satelliten im Orbit sind, können wir den Schwarm von dort aus einheizen. Hey, hey, komm zurück! Scheiße, was zum Teufel? Wie durchsucht man einen Ort, der einstürzt? Schnell! Haha, schnell! Los, über die Kante. Okay, bin dran. Hab's. Genau, Marcus ist übrigens der Vater von JD. Dells Plan, von hier einen Satelliten zu starten, es ist bescheuert. Bescheuerte Pläne sind irgendwie Berts Spezialität. Woher wusste Bert überhaupt, dass... Nein, brauchst du nicht. Ich spiel's nur auf Xbox, weil Bert bessere Qualität jetzt für den Stream. Vor seinem Tod hat der Bert in ein Parcours-Geheimnisse eingeweiht. Davon gibt's auf dieser Insel eine Menge. Wie gesagt, Xbox Game Pass PC. Einfach mal googeln. Kostet zurzeit, glaube ich, aktuell 2 Euro für 2 Monate oder so ähnlich. Hey, hier drüben. Könnte nützlich sein. Okay. Auf was? Drücke X. Achso, gib mir Munition. Oh, das ist neu. Dass Jack, oder wie das Ding heißt, ne, Dave heißt der, einen Sachen bringen kann. Das ist nice. Okay. Du brauchst nur Windows 10, das darfst du nicht vergessen, weil du brauchst den Microsoft Store.
den Game Store wieder ist. Oh. Mit Leichen hätte ich nicht gerechnet. Okay. Nur eine Handvoll hat es lebend aus Azura geschafft. Abstuhl. Schönes Wort im Subtitle. Gepolter. Ich könnte gerade so viel essen, aber ich habe gerade die Zähne geputzt. Arashi, easy. Nochmal Zähne putzen nach dem Essen. Okay. Oh, Poster. Ich sammle alles. Du spielst es auch? Nice. Okay, Wellness-Werbeplakat. Aha. Musik können die Zukunft der Menschheit sichern. Sollten sie einmal Angst, Zweifel oder Schuldgefühle plagen, dann stehen wir ihnen rund um die Uhr mit professionellen Therapeuten für ein Gespräch zur Verfügung. Okay. Sollte ich mir so in den Stream schreiben. Wir müssen. Und Argos geht ans Handy. Alles klar, mach das. Okay, wir sägen uns einfach hier durch. Das ist ein Multitool. Geil, ne? Okay, los geht's. Selber genießt im Korb. Das ist the way how it's done. Bleibt stehen! Da kommen noch mehr! Oh shit! Hier geht alles kaputt! Okay. Oh. Sieh an. Dave, sende einen Impuls und dann sehen wir mal, was wir hier haben. Da! Na, da sind sie. Locust. Den ersten zersäge ich. Bist du schwer, Pace? Als ob. Wie willst du das machen? Lautloser Kill? Na gut, dann halt so. Zack. Hat keiner gemerkt. Ich bin Stealth. Okay. Okay, schalten wir sie aus. Ich war Stealth. Let's go. Yes, Drohnen. Hab ich noch Splittergranaten? Muss erst mal gucken, ja. Hab ich! Let's go! Boom! Der hat keinen Kopf mehr! Ich glaub, da oben waren auch welche, ne? Nur noch einer übrig. Ah ne, nur noch einer, okay. Halt, da oben, das wusste ich doch. Alles klar, das waren alle. Ach so, okay. Bad, es ist bestätigt. Die Azura-Grabstätte ist aktiv. Wow. Okay, komm nur in der Luft. Sag mal, bis gleich, hol dir was zu essen. Wir haben es vorerst im Griff, Delta Ende. Kommt schon, wir müssen eins der Silos finden, wenn der Schwarm sie nicht schon alle zerstört hat. Komm mal nicht hoch. Hey, ich denke, wir können hier runter. Wo? Hier? Okay. Ich pack mit an, warte. Was? Mist, tut mir leid. Komm, du schaffst das, Mädel. Hab mich gefrühstückt, nicht sofort. Hey, diese Kopfschmerzen sind. Mir geht's gut, okay? Finden wir das Silo. Okay. Fürs Protokoll. Du siehst nicht gut aus. Okay. Gut. Zu viele aktive Schwärme. Hier sind überall Grabstätten geschlüpft. Ein Grund mehr, den Hammer online zu bringen. Hoffentlich sieht Jin das auch so. Okay. Welchen Film schaue ich mir an? Es geht um Ruby Rod. Was? Ruby Rod? Oh shit! Was stimmt mit ihm denn nicht? Leute, hebt mich auf! So. Sack. Okay, let's go. Oh, fuck. Okay, got it. Sie kommen aus dem Nestor! Ach so, dann guckst du dir das fünfte Element an. Hey,
voll in den Popo. Der nächste. Ziel erledigt. Okay. Alle erledigt. Wartet mal. Leute, wir sind in einem Silo. Baird, wir haben eines der Silos gefunden. Oh, warte, Granate. Es ist zerstört. Perfekt. Ja, da sind noch WB, Argos. Eines funktioniert noch. Ich hoffe, du hast recht. Wir haben den Krieg schon einmal auf dieser Insel beendet. Mit dem Hammer-Satelliten schaffen wir das nochmal. Das ist der Plan, Kumpel. Zentrale Ende. Okay, wir versuchen den Hammer-Satelliten anzuschalten. Okay. Das war so die mächtigste Waffe aus dem ersten Teil. Ja, wer hat den nicht so oft gesehen, bitte? Aber ist großartig. Meine Rolle in dem Film wäre ja die von Chris Tucker. Geradeaus geht's nicht. Wie groß ist diese Raketenbasis eigentlich? Finden wir's raus. Ihr geht nach rechts, Marcus und ich nach links. Wir finden diese Silos. Und gut. Jetzt trennen wir uns. Kontakt. Bist du dir sicher? Zwei Silos, zwei Wege. Hast du eine bessere Idee? Wie ist es übrigens mit dem Video? Ist es jetzt besser oder habt ihr immer noch Aussetzer? Alles grün, ja Mann. Kann er darüber? Ne, kann er nicht. Achso, ich kann ja Dings holen. Ich will aber gar nicht den Retro-Lancer. Obwohl, doch, warte mal. Will ich, doch, wir nehmen den mal mit, weil dann haben wir mal mit allen Waffen gekillt. Zack. So. Okay. Bill, die Luke. Spring runter. Nicht! Danke. Sieht aus wie eine Art Abdruck. Aber kommt er von einem Silo? Nur einen Weg, das rauszufinden. Ich heb's einfach auf. Er braucht's nicht holen. Lauf! Mach die Ball! Nicht jetzt! Zielgefällig! Ja, wenn du da im Weg stehst, Mann! Wo sind sie hin? Komm noch mehr? Weiter vorrücken! Hören tue ich sie. Oh. Shit. Was macht der eigentlich da hinten die ganze Zeit? Soll mir helfen, Mann. Okay. Jawohl. Splatsch. Oh, verdammt, warte. Oh Gott! Heb mich auf, Mann! Irgendwas blockt. Nein! Splitsch! Okay, wir wollten ja auch nur mal ausprobieren, was passiert. Damit ich tot eingeben kann. So. Okay, ich wurde nicht zersägt, aber es war nah dran. Okay. Okay, wartet mal kurz. Aber doch, ich hab. Der Retro-Lancer ist, glaube ich, auch gerade kacke hierfür. Egal. Got it. Typ, geh doch beiseite, Mann. So, jetzt, go. Wo sind sie hin? Kommt noch mehr? Ja, sicher. Komm schon! Got it!
Baby mit Kakao. Awesome. Und Scooby. Grüß dich. Willkommen im Stream. Nicht jetzt. Aber echt, nicht jetzt. Crack out. Boom. 10 Streams offen, weil ihr alle gleichzeitig streamen müsst. Sprecht euch mal ab. Easy. Wer die Wahl hat, hat die Qual, oder wie war es so schön? So, komm her. Mein Muni. Jawohl. Jawohl. Typ, brauchst du Hilfe? Echt jetzt? Okay. Alles klar, das waren alle. Es gibt wieder einen Todescount an, frischen fürs Game, natürlich. So, let's go. Ah, Moni, ja bitte. Diese Schleusentor ist wohl der Weg hier raus. Arashi, die Königin. Oh, was ist das? Dave, kannst du es öffnen? Mann, wisst ihr was? Wenn die das hier in einen Schwarmstock verwandeln wollen, dann lasst wieder. Eine Insel, hunderte Meilen von der Küste. Aha. Stellen wir sicher, dass das erst passiert, nachdem wir weg sind. Lecker. Okay. Tschüss auf. Seht ihr, Dave versteht's. Okay. Oh, shit. Und abwärts. Okay. Au. So viel zum Thema Silo. Okay, warte mal. Nimm mal die Hammerbürste mit. So, zack. Oh, halt. Jawohl. Das ist schon wieder ein Death Up Easy. Scooby. Ich will ja nicht enttäuschen. Oh Mann, wir sind nicht allein. Wo sind die Subtitles, wenn man sie braucht? Okay. James, wir sind über dir. Ich sag nicht. Von hier oben Unterstützung, wenn es brenzlig wird. Okay. Oh, ich will den da hinten in die Luft jagen, der trägt gerade so ein Fass. Let's go. Okay, jetzt. Scheiß auf markieren. Wow. Warte mal. Boomshot. Raketenwerfer. Ausgeschaltet. Dickshots. Ah, verdammt. Ha! Headshot. Oh, shit. Da kommt noch mehr. Warte. Ja, wir verbrauchen einfach gerade die Raketen. Verdammt! Einmal noch. Da hinten. Okay, let's go. Oh, Lancer. Komm hier. Jawohl, durchs Gesicht gepuncht. Jawohl, okay, got it. Warte, ein Zersehen. Oh Gott! Wo kam er denn her? Heb mich auf, Mann! Hab dich. So. Oh shit. Ah, er ist geschockt. Ey, hallo! Wieso geht die Säge nicht? Achso, weil er mich gestunt hat, oder was? Okay, ja gut.
Das war verständlich. Okay. Ich will die hinlegen, damit ich die exekutieren kann. Oh, der hat keinen Kopf mehr. Wo sind doch welche? Ihr zwei geht vor. Was? Muss ich nur noch an. Was? Ein Hentai-Folder löschen? No! No way! So. Oh. Vorsicht, Schwarm! Deckung! Oh, scheiße, Träger! Zentrale, wir könnten jetzt diese Verstärkung brauchen! Was ist das für einer? Ein Dicker! Okay, wir machen das mit den Kleinen weg. Schütze oder DR1er, was das sein? Das da. Ich weiß nicht, was es ist. Au! Vorsicht! Ausgeschaltet! Lancer. Au! Ich bin am Boden! Wollte gerade in Deckung gehen. Oh Gott, ich hoffe, er kommt jetzt nicht hier hin. Oh Gott, der Dicke kommt hier hin. Ich verblute. Hulk Smash! Schön auf den Arsch. Endlich! Jawoll! Angriff! Sind Sie das jetzt sicher? Vielen Dank für Ihre Unterstützung. Hey Zentrale, der Träger ist erledigt. Danke für die Hilfe. Dibis, einer sichert das Gebiet. Gut Job. Kommt mit. Los jetzt. Verstanden. Immer auf die Balls, genau. So, jetzt haben wir Granaten, die hätten wir eben gebraucht. Oh, und Moon, auch immer gut. Okay. Oh, verdammt. Nachladen müssen wir noch üben. Ja, die Downphase hilft ungemein. Bei Wahnsinn ist die eigentlich nicht mehr vorhanden. Nope, ist zu. Wir müssen sie irgendwie aufkriegen. Wie wär's mit unserem Roboter? Ja, auf jeden Fall, Scooby. Und ich weiß nicht, dann würde ich das Limit des Death Counters wahrscheinlich. Der geht wahrscheinlich eine fünfstellig oder so. Hallo? Tür? Tür? Kann ich dem sagen, dass er die Tür aufmachen soll? Oh, warte. Bot-Interaktion. Ziele, LT und X, damit die Dave die Objekte interagiert. Ach, da! Dave, die Schalter. Dave, do it. Gut, dass wir den Robo haben. Okay. Sehr schön. Feiner Bot. Die andere Tür auch? Ich werde nie vergessen mit meinem Mate. Hier ist 1 bis 3 im Koop gespielt. Das ist geil gewesen, oder Scooby? Großartig. Ich empfange lauter seltsame Taten. Streng geheimes Zeug. Deswegen habe ich auch nur den zweithöchsten Schwierigkeitsgrad genommen. Ich weiß, der höchste ist Quart. Naja, zumindest. Der ist sehr klar. Danke, Dave. Ich hoffe, die haben auch so wieder sowas Vergleichbares hier. Dave runtergeladen hat. Da ist ein Riesenloch in der höchsten Sicherheitsstufe. Was hat das mit der Mission zu tun? Nichts. Bis du den Hammer hattest. Ja. Was auch immer fehlt, wurde aus dem Netzwerk genommen. Wer ist denn dazu autorisiert? Damals nur der Kommandant der Einrichtung. Sucht sein Büro und seht euch um. Okay. Roger. Okay. Büro suchen? Vielleicht das hier? Nee, was ist das? Collectible nur. Okay. Armbanduhr des Vorsitzenden. Effizient. Alte, minderwertige Core-Technologie gefunden. Ja, komm schon. Das ist fies. Okay. Ach so, du meinst Carmine. Ich hoffe, sie haben wieder einen Carmine hier von dieser Familie. Oh shit. Scheiße, Sion! DB, Feind ausschalten! No, unser Jimmy ist kaputt. Wir haben unsere Verstärkung verloren. Scheiße. Au. Ah.
ist das? Er mit seinem Raketen, mit seinen Segelblättern. Er muss näher ran. Au! Deckung! Okay, Damage. Oh, warte mal kurz, ich hab doch die Bolter-Knarre gerade aufgehoben. Jawohl! Keiner lacht ohne Gesicht! Ich bin müde, weck mich auf, Leute! Kein Energy mehr da? Oh wow, Buzzkill! Okay. Jetzt wird gesägt. Warte, ich brauch nur Deckung erstmal. Und. Verdammt. Okay, noch wieder einer. Oh, den hat's gerissen. Okay. Knarre ist aber eh alle. Okay. Lancer-Ammo. Lancer-Ammo. Okay. Wir brauchen wieder, wir brauchen wieder Hilfe von unserem Bot. Huch, haben wir noch Gegner? Wo geht der denn hin? Dell, das Büro des Kommandanten ist hier drüben. Die Tür ist versperrt. So, jetzt aber. Der Dix muss wieder rein. Der kann da nicht hoch. Okay. Kann ich hier nicht runter? Kann ich nicht. Okay, warte mal. Vielleicht lässt sich die Tür von innen öffnen. Lassen wir Dave reingehen. Okay. Aber wollte ich ja gerade, aber Dave hat keinen Prompt gekriegt. Ach, ich kann Dave einfach so. Die Lüftung. Sieh nach, wohin sie führt. Ich dachte, ich muss ihm da drinnen was zeigen. Verschollene Daten. Wie sehen die denn aus? Nun, wenn sie aus dem Netzwerk genommen wurden, sind sie jetzt wohl auf einem externen Laufwerk. Gerade. Sehr gut, Dave. Gibt's hier? Hammer der Morgenröte Schema. Okay. Ja, das war der Hammer, genau, die Knarre, von der Scooby gerade gesprochen hat. Okay. Das Büro des Kommandanten. Sehen wir uns wohl. Ein Safe, passender Ort für Geheimdaten. Aufmachen. Der Hammer der Morgenröte, genau, Scooby. Oh, wow. Okay, er kann's noch. Hey, Zentrale, gute Neuigkeiten. Wir haben die Festplatte. Kindle. Danke, Delta. Hey, wisst ihr, was toll wäre? Etwas Unterstützung. Was? Wo bist du? Das Silo. Wir haben es gefunden. Und sie überrennen uns. Scheiße, wir sind auf dem Weg. Genau das, Scooby. Ich hoffe, wir kriegen auch gleich einen. Jawohl. Okay, Mut. Kommen wir hier runter? Ja. Oh Scheiße, das war kein Witz. Lassen wir euch mal 5 Minuten allein. Ja, echt schon tot haben. Helft uns einfach, sie loszuwerden. Happy. Ach warte, der Typ mit dem Boomshot. Der steht immer noch. Fuck. Okay, der war geil. Ich halte das nicht aus, wenn ich einen von den Raketen abkrieg. Okay. Splish. Okay, warte, nochmal. Jetzt aber mit Gefühl. Das war kein Witz. Dann lassen wir euch mal 5 Minuten allein. Ja, echt zum Totlachen. Hilft uns einfach. Oh! Okay. Ich wollte gerade sagen, wir müssen ein bisschen aufpassen. Scheiße! Scheiße! Reload verkackt! Okay. Huh. Okay, der ist weg.
Wo ist der zweite? Ne, da war nur einer. Muss doch treffen, damit er stirbt. Ja, 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 diese Pro-Tipps immer. Es hat nicht geklappt, wie ich das wollte. Okay. Alles klar, der Kontrollraum ist sicher. Schön, dass ihr auch mal vorbeikommt. Ja, ich bin ja hier. Kein Problem. Ist die Rakete intakt? Das ist ja auch, das glaubst du da nicht. Gut. Findet einfach einen Port, in den sich der Eva einklinken kann. Wenn er passt, leitet er den Starter an. Dropshot, okay. Oh nein. Obwohl, der Raketenwerfer war eh fast leer. Okay. Also, Kettensilo, let's go. Es gehört ganz dir. Zentrale, ihr seid drin. Beginnt mit der Startsequenz. Erste Stufe unter Druck. Start eingeleitet. Taylor. Der war schon Taylor. Da, Scooby. Delta, wir haben ein Problem. Ich glaube, der ist noch da. Sie klemmt. Natürlich. Schien mir auch alles zu einfach. Ja. Optionen. Raus da! Die Schutztüren halten keiner explodierenden Rakete stand. Alles klar, dann raus. Los! Dante! Nein! Grüß dich! Wir öffnen diese Luke. Willkommen im Stream. Was? Schön, dass du reinschaust. Kleiner, hör auf deinen alten Herrn. Ihr müsst da raus. Wir sind hier, um das durchzuziehen. Also ziehen wir es durch. Test eingeleitet. Oh, shit. Dave, komm mit! Zündung Triebwerk 1. Gottverdammt! Mann, ich muss endlich. Dante, ich hab dich überlesen. Viel Glück damit. Echt? Nicht dein Ernst? Warum hast du dich überlesen? Ach, da oben bei Narben. Sorry. Da. Ja, sorry. Keine Ahnung. Ich muss oben einen Überbruch. Oh shit. What the? Base ist gerade ein bisschen überfordert, weil ich mal nach Ewigkeiten wieder an der Xbox hocke. Oh shit. Auch wenn es das gleiche eigentlich ist. Es ist doch irgendwie alles anders. Aber danke, mir geht's gut. Und wie geht's dir? Jawohl! Oh, ach, da geht's ja gar nicht lang. Hier für euch! Was ist das? Au! Hol mal Munition! Oh, verdammt! Huh! Jawoll! Dankeschön! Ich bin so mies auf der Xbox! Was? Wo? Da! Da, das Geräusch höre ich doch gerne. Okay, was jetzt? Wo müssen wir hin? Da runterspringen ist nicht. Wohin? Hier durch? Never. Nein. Ach da! Ich hab's natürlich, da, klar. Lass die Plattform runter! Ich hab Windows 10, aber geht mir darum, dass ich das Turm Monster zocken kann. Ja! Bloß dann könnte ich nicht so in der Qualität streamen, in der ich jetzt streame. Wow, das ist heiß! Jawohl. Jawoll! Let's go! Mist, noch ein Abgrund! Oh Gott, heiß! Dave, geh darüber! Sir, wie viele Triebwerke hat deine Rakete? Normalerweise 4! Oh komm! Oh shit! Heiß! Let's go! Okay, hoch da.
Oh shit! Oh, der brennt! Der brennt! Okay. Hoch da! Push the button! Ja, das war ekelhaft! Integriert wieder! Oh wow, Smudge! Hier weg! Au! Wow! Ich dachte, ich bin jetzt gestorben. Scheiße! Komm schon! 15 Sekunden bis zum Start. Wir müssen los! Oh fuck! Oh fuck! Beeilung! 10 Sekunden bis zum Start. Safe! Wir haben keine Zeit! Komm schon! Was macht denn da mit der Larve? Nein! Dave ist noch da draußen! Wen juckt das? Er ist ein Roboter! Ist das seine Schuld? Zwei. Dave! Oh Papi. Gott sei Dank! Start! Für Dave! Okay. Heiß, heiß, heiß! Er lebt. Echt unfassbar. Woher das Geld nehmen für all das? Für was? Xbox? Für das Game? Sam, also, du kannst uns abholen. PS5 ist jetzt gerade im Xbox Game Pass PC. 2 Euro, 2 Monate. Bammo. Jawohl. Killt sie, sie hat keine Gefühle. Weißt, ich habe einen PC und Rambo. Nice! Weg von der PS4 und Rambo? Hin zu PC und Rambo? Oh mein Gott, das war der Prolog. Ich muss mich verstecken. Das war gerade PS5-Logo. Sorry. Und ist, wie ich vorher gesagt habe, nicht gerade glücklich. Sie ist jetzt fertig damit, mich anzubrüllen und will nun euch anbrüllen. Euch alle. Verstanden, Zentrale. Jawohl. Kommt schon, bringen wir es hinter uns. Aber seht ihr jetzt, was ich meinte mit, die Körperpanzerung ist wie, als wenn sie ein Auto tragen? James, soll ich zuerst mit Jin sprechen? Vor der Besprechung die Wogen glätten? Hey, wird Sergeant Phoenix jetzt etwa diplomatisch? Du kannst es nennen, wie du willst, aber es herrscht Krieg, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt. Wir brauchen eine gemeinsame Front. Ja, wenn du meinst, dass es hilft, klar. Ich wünschte, du wärst im Silo auch so vernünftig gewesen. Hey, es hat geklappt, oder? Hör mal, James, kleiner Ratschlag. Du musst dich niemandem beweisen. Mach deinen Job. Dad, ich bin ein notwendiges Risiko. Das heißt, dass es keine andere Wahl gibt. Die gab es aber schon. Und das weißt du. Was war das denn? Tja. Was denkst du? Mach das, Arashi. Selber, alte Leier. Hey. Er sorgt sich halt einfach um dich. Ja, damit kennst du dich wohl entschieden besser aus als ich. Okay. Oh, Jake. Dave, meine ich? Ja, wir gehen schon mal rein. Los. Der Robo hat doch nicht mehr alle Schrauben. Das war gerade echt mies. Ja. Tut mir leid. Die Sache ist die. Ihr zwei seid euch ähnlicher, als ihr je zugeben würdet. Pops. Der Putzroboter! Wie geil! Du hast die Daten vor dir, Damon. Was? Das war's?
Ich dachte, der neue Satellit würde sich automatisch mit den alten verbinden. Er findet sie nicht. Ohne regelmäßige Planung durch die Zentrale nimmt die Genauigkeit stetig ab. Vielen Dank, Iris. Deine Intonation stimmt nicht mit der wörtlichen Bedeutung überein. Du dankst mir also nicht wirklich. Sei bitte ruhig. Tja, ich kann die anderen Satelliten für den Hammer immer noch nicht finden. Aber immerhin habe ich aus Versehen eine KI erschaffen, die Sarkasmus versteht. Hier, die Festplatte, die du haben wolltest. Vielleicht hilft sie dir. Um Satelliten zu finden? Wohl kaum. Aber ich sehe mal nach. Sekunde mal. War das dann alles umsonst? Oh, er wird schon feuern. Yeah. Aber mit nur einem funktionierenden Satelliten ist der Strahl schwer zu kontrollieren. Was ist mit Dave los? Dave hat ein paar Probleme. Welche Art Probleme? Oh shit. Die Art. Das werde ich bestimmt noch bereuen. Okay. Leute? Dave 2? Sagt Hallo zum neuen Jack. Wann hast du die Zeit Jack. Gehabt, das zu bauen? Wann ich Zeit hatte, das zu bauen? Das ist eben mein Ding. Ich sitze hier und baue Sachen, die ihr nicht wertschätzt und unweigerlich zerstört. Okay, was gibt's Neues von ihm? Völlig neue Verhaltensweisen. Verbesserter Scanner, erweiterte Kampf- und Unterstützungsmodule. Er ist wirklich einzigartig. Mhm. Und? Und ihr gehört euch. Ah, gib ihn mir nicht. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss noch eine Milliarde uralte Satelliten finden. Damon, es fehlen nur 15 Satelliten. Danke, Iris. Noch mehr Sarkasmus für deine wachsende Bibliothek. Bevor wir loslegen, Damon, das Kampfmodul, das du so genial entworfen hast, ist jetzt bereit. Okay. Und genial war dabei sarkastisch gemeint. Kam das an? Wow. KI. Mir nach. Ihr solltet das neue Modul gleich ausrüsten. Es macht Jack gefechtsfähig. Oh, das wird ein Spaß. Okay, neues Modul. Er stattet Jack mit etwas aus, das ich Blitz nenne. Er blendet und betäubt den Feind. Stun. Neue Fähigkeit gefunden. Blitz. Oh Gott, das traurige Piepen von Jack. Ja, er weiß schon, was kommt. Oh, es ist so kalt. Oh mein Gott, wo ist der Sommer? Der ist jetzt gerade auf Pause. Okay. Jack erzeugt einen Blitz. Okay, eine Fähigkeit ausrüsten. Jack kann jeweils einen Angriffs- und eine Unterstützungsfähigkeit ausrüsten. Geil. Eine Fähigkeit ausrüsten. Öffnen Sie das Menü mit Jack, markieren Sie die gewünschte Fähigkeit und drücken Sie A. Alles klar. I see. Ja, 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 will ich machen. Ich drücke. Angriff? Kann ich auch Angriff machen? Ja, klar. Und was ist das andere? Impuls. Achso, okay. Was ist das hier? Upgrade was? Gesundheit, Tarnung, Zapper und Kern. Das Grundsystem, natürlich. Das wollen wir upgraden. Aber dafür haben wir gar keine Punkte. Also, okay. Ist installiert. Also, wie nutzen wir es? Ich zeig's euch. Komm mit. Sorry, dass ich nicht hier war in letzter Zeit, aber mein Twitch macht keine Benachrichtigung. Oh no. Nicht schlimm, aber im Idealfall, sage ich mal, auf Discord, wenn du jetzt sowieso einen PC hast. Ne? Starten wir den Test. Testen Sie die neue Blitzfunktion von Jack. Okay, alles klar. Du musst auch wieder ins Bett und morgen Abend alten. Alles klar, Dante. Ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Schön, dass du reingeschaut hast und hoffentlich auf bald. Okay, Blitzfunktion testen. Was soll ich tun? Lancer? Ja. Den kann ich gut gebrauchen. Nu? Iris, aktiviere Alpha 331. Natürlich, Baby. Also, sagen wir mal, ein Ziel hat es sich in seiner Deckung zu bequemen. Okay. Jacks Blitzfähigkeit löst das. Ziel auf den DB und aktivier sie. Und dann staune. Jawohl. Sehr geil. Das könnte nützlich sein. Okay, jetzt nochmal mit mehreren Zielen. Iris, aktiviere Alpha 332. Danke, Tante. Jack muss zwischen den Blitzen Energie umleiten. Sobald er wieder aufgeladen ist, greif an. Okay. Wann ist er denn aufgeladen? Und jetzt. Okay, wo kann er denn hinblitzen? Kann er auch da blitzen? Dass beide hochkommen? Blitz! Boom. Schieße.
Oh, verdammt. Gut gemacht. Du kannst das wiederholen, wenn du magst. Yay. Nein, möchte ich nicht. Möchtest du einen neuen Test durchführen? Nein. Testsequenz abgeschlossen. Ja. Nichts gegen dich, JD, aber Jack ist mein neuer bester Freund. Wow. Das freut mich für euch. Für euch beide. Aber jetzt stellt eure Waffen wieder in den Schrank und verschwindet. Okay. Benno. Willst du uns loswerden? Oh, es ist euch aufgefallen. Mit den richtigen Komponenten könnt ihr Jacks Fähigkeiten verbessern. Besucht die Waffenkammer, bevor ihr zu Jin geht. Vielleicht könnt ihr euch eine bauen. Oh, wir werden es definitiv durchziehen. Gut, dann kann ich jetzt ja zurück an die Arbeit. Was ich damit sagen will, ist, dass er sich um wichtigere Dinge kümmern muss. Danke, Iris. Direktheit ist eine von Iris löblicheren Eigenschaften. Woher sie das wohl hat. Okay. Wohin? Ich will mir das nicht angucken, ich will jetzt weitergehen. Baird, ich weiß, dass du ein bisschen sauer warst, als Jim dich hierher verfrachtet hat. Wie gefällt's dir? Oh, Baird, tut mir leid, wir sollten los. Tschüss. Kein Problem, macht euer. Ich hätte schon mit. Wie soll das jetzt. Wir hätten den 24-Stunden-Stream machen können. Oh Gott, das wird hart. Hey, Fass, wie läuft's denn so auf Jins Reservebank? Spitze. Hat ja nicht jeder Zeit für. So geheim ist hier. Ja? Woher weißt du davon? Das hier ist eine Armee. Und kein Kloster, mein Freund. Ja, okay. Ich merk schon, du hast hier wichtigere Aufgaben wie Maschinen zu boxen. Voll auf die Brille. Ey, das ist Cheaten, was er da macht. Arschgeige. Arschgeige? Dell, Theorien? Ich weiß nicht. Sowas wie eine Geige mit einem Arsch drauf? Oder eine Geige, die ziemlich scheiße klingt. Alles klar, fick dich. Machen wir das Ganze hier interessanter. Du und ich, Sparring, und zwar jetzt sofort. Was soll daran interessant sein, dich zu vermöbeln? Ja oder nein? Bist du dabei? Ich glaube, bei dem, was hier eigentlich verglichen wird, wäre ich irgendwie im Nachteil. Oder auch nicht. Ich bin tot. Bist du dabei oder nicht? Sicher bin ich dabei. Der Rose. Komm schon, Mann, holen wir uns das Jack-Modul und verschwinden. Nein, das wird spaßig. Oh. Und wie spaßig fandest du das? Versuch's nochmal, Fass. Komm schon. Die Sache ist die, Fass. Ein Bot hat zum Sparen. Besieg dich aber nie. So wurden sie programmiert. Das erklärt aber dein aufgeblasenes Ego. Ist recht offensichtlich. Willst du einen Rat, Phoenix? Ich verzichte. Jin liebt ihre Musterschüler. Aber das hält nie lange an. Siehst du, hat Spaß gemacht. Fick dich! Da der Spaß mit Fass endlich vorbei ist, können wir jetzt bitte das Modul suchen? Okay. Oh, er hat den armen Robo kaputt gemacht. Muss schon sagen, diese billige Nummer? Hm, echt sauber, Kumpel, echt sauber. Okay. Okay, ich wollte eigentlich, warte mal kurz. Wo müssen wir denn hin? Da hinten? Ja, da. Ich habe jetzt schon genug und es ist noch nicht mal Mittag. Ach. Da ist die Komponente, die wir uns borgen. Jawohl. Oder stehlen. Na, eher borgen. Für unbestimmte Zeit. Upgrades für Jack? Jawohl. Sie haben eine Komponente gefunden. Jack kann mit Upgrades für Fähigkeiten und passive Fähigkeiten ausgerüstet werden, die sie Komponenten herstellen. Okay, nice. Upgrades für Jack. Let's go. Upgrades für Jack. Wählen Sie die gewünschte Upgrade und halten Sie A gedrückt, um es herzustellen. Achten Sie darauf, dass Sie genügend Komponenten haben. Ja, haben wir. Okay, wir graden was ab? Wir graden gar nichts ab. Obwohl, das kostet nur Komponenten. Dann machen wir Angriff. Tada! Schnellere Aufladung. Nice. Okay. Ich muss echt sagen, mir gefällt der neue Track. Ich kann es kaum erwarten, ihn auszuprobieren. Halt dich mit deiner Euphorie zurück. Wir müssen noch in Jins Büro. Ja, Dad hat wahrscheinlich genug Zeit mit dir allein verbracht. Okay, dann los. Noch eine Komponente. Wir klauen einfach. Wie lange streamst du heute, Base? Nicht so mega lange mehr. Ich glaube, oh Gott, es ist ja schon Mitternacht. Wir haben ja schon 2 Stunden auf dem Buckel. Am Anfang hat Base einfach zu viel gequatscht. Das ist das Problem. Ich denke, wir machen vielleicht noch so das Kapitel hier und dann werde ich auch
dann bei Zeiten Feierabend machen. Hier können wir gar nicht lang. Kacke. Also du kannst dich aber auch ins Bett begeben, Arashi. Ist ja auch schon spät und morgen ist ja nochmal ein Tag, wo wir alle raus müssen. Okay, wo lang? Ach, da. Sie wieder mit ihren Kopfschmerzen, okay, ne? Das reicht. Du musst wegen deinen Kopfschmerzen echt zum Arzt. Das werde ich. Ich verspreche es. Nach dem Gespräch mit Jim. Lassen Sie mich eins klarstellen. Was die Waffe betrifft, teile ich Ihren Optimismus nicht. Das war das erste Mal, dass mir jemand Optimismus vorwirft. Tja, aber Sie wissen, dass auch Ihre Frau gegen eine Reaktivierung des Hammers war. Ich hätte erwartet, dass Sie Anyas Wünsche respektieren. Ich tue mal so, als hätten Sie das nicht gesagt, um unser beider Willen. Anya hätte gewollt, dass der Hammer... Sie haben kein Recht, über Sie zu sprechen. Wenn Sie meinen, ich will keinen Streit. Sie und Ihr verdammtes Fruchtbarkeitsprogramm. Sie verdanken diesem Programm Ihren Sohn, so wie ich. Ich ehre Anya, ich vergöttere sie. Sie können mir ruhig glauben. In der Frühphase meines Programms kam sie zu mir freiwillig, und zwar beide Male. Dass die Ministerpräsidentin sich der Behandlung unterzog. Wissen Sie, wie viele Kinder ihr Leben verdanken? Sie sollte hier begraben sein, bei den Allvätern. Das Volk braucht sie als Inspiration. Ihre Inspiration war meine Frau. So. Ministerpräsidentin, Lieutenant Phoenix und sein Trupp. Sollen reinkommen. Ah, Lieutenant. Wie ich höre, war Ihre Mission ein Erfolg. Ministerpräsidentin, ich kann das erklären. Nur zu. Erklären Sie, wann Damon Baird mich ersetzt hat. Erklären Sie, warum der Start eines Hammer-Satelliten nicht meine explizite Genehmigung benötigt. Eine Front, hä? Lieutenant, der Hammer hat uns mehr Leben gekostet als die meisten Armeen, die wir bekämpften. Ihr Vater weiß das so gut wie jeder andere. Ich misstraue nicht den Waffen, Ministerpräsidentin, sondern den Leuten, die sie einsetzen. Der Hammer der Morgenröte wird nicht wieder aktiviert werden. Nose! Ah. Das wird der Bericht zur Evakuierung von Siedlung 2 sein. Siedlung 2 wird evakuiert? Warum? Aktivität in der örtlichen Grabstätte. Chief Carmine, Bericht. Carmine! Bitte, ganz langsam. Schicken Sie die 4. Division. Wir übernehmen das Kommando dort. Gehen Sie. Los! James, wir nähern uns. Wo sollen Kate und ich hin? Zum Haupttor. Da soll nichts mehr reinkommen. Mir ist schon klar, dass ich hier das Kommando habe, hä? Und wir werden Carmine im Stadtzentrum unterstützen. Dass wir wieder hier sind. Wir haben unsere Pflicht getan. Find dich einfach damit ab. Abfinden, also? Jungs, jetzt nicht. Cole, wirf einen Blick nach draußen. The Cold Train! Woo! Oh shit! Gut festhalten! Woo! Butterweiche Landung! Jill! Bewegt euch nach! Oh Mann! Au! Okay. Coltrane! Was ist das für welche? JD! Ich sehe dich! Kann mich nicht bewegen! Durchgeholt! Jill, fast! Wir sind festgenagelt!
Unterwegs! Hier oben sind Larven! Shit, hier unten sind auch welche! Alter, diese dürren Scheiße! Scheiß Larven! Ich hasse diese Viecher! Jack, hilf uns mal! Freddy, komm! Noch alles dran? Alles dran? Ich hab einen verdammten Raven auf dem Rücken! Wer ist noch dran? Jawohl, Jack rettet uns. Oh shit! Okay. Oh shit! Oh shit! Okay, der ist aus. Danke. Und jetzt holt uns hier raus. Fass, hol Korb! Jawohl. Tja, schöne Scheiße. Bert, unser Raven ist abgestürzt. Stellst du uns so kaum einen durch? Geht leider nicht. Sein Funkgerät ist aus. Bist du okay? Ich sehe ihn beim zentralen Hub. Er wehrt sich, aber der Schwarm ist überall. Beeilt euch, wenn's geht. Sind unterwegs. Los, Delta, verschwinden wir. Okay. Durch Squeezen, achso. Das Zentrum ist weiter, als ich gehofft hatte. Okay. Dann sollten wir lieber los, Delta. Oh mein Gott, der Blumeck! Swarmeck auf unserer Position! Sobald wir hier fertig sind. Die Drohnen haben sich verschanzt. Jack, blende sie! Okay, blenden. Blitz! Jawoll! Jawohl. Oh, verdammt. Granate raus! So, der ist weg. Alles sauber. An alle Evakuierungsfahrzeuge, fahrt ins Zentrum. Haltet nicht an! Lizzie, hier Delta, in der Siedlung ist es Swarmeck. Bleibt mit dem Konvoi auf Abstand. Ach, Delta, ich wollte hier noch ein paar Runden drehen. Und Vorsicht, Corporal, sie sind schneller, als sie aussehen. Delta, Ende. Okay. So. Können wir schon was upgraden wieder? 3 Upgrade-Kosten? Okay, wir gucken mal gerade. 4 brauchen wir. Für die anderen Sachen haben wir, glaube ich, noch nichts. Passiv Leben. Okay, schneller Gesundheitsregeneration, okay. Was ist denn Grundsysteme? Der kann schwere Waffen holen. Achso, ja, nee. Okay. Ja, wir warten erstmal. Okay. Ein Konvoi! Ja, scheint Lizzie's zu sein, so schnell wie der ist. Sie ist unsere beste Fahrerin. Das Problem dabei ist, sie weiß es. Okay, wir müssen weiter. Los, wir gehen durch das Gebäude. Voll ab. Alle zurückbleiben! Sie kommen! Feuer einstellen, Private! Wir sind Gears! Mist, tut mir leid, Lieutenant. Ist nicht schlimm. Was machst du hier? Wir haben unsere DBs verloren und uns hier mit Zivilisten verschanzt. Lizzie, Delta braucht eine Eskorte für Zivilisten. Sektor 8, Wohnkomplex. Verstanden, Delta. Ich drehe ab. Danke dafür, Lieutenant. Kein Ding, Private. Los, Delta. Wow. Hier sieht's hier gut aus. Kommt ihr, uns abzuholen?
Nein, aber ein Konvoi ist auf dem Weg. Hier nochmal Moon aufstocken. Wo ist ich da drauf? Roger. Auf geht's, Delta. Oh! Hab mich drum gekümmert. Dibis, wir müssen diese Straße sichern. Female Carmine, wie geil. Lizzie? Oh Mann, Schwester, du bist verrückt. Wie können wir helfen? Räumt die Straße, Wärter, wir stecken sonst hier fest. Okay, ihr habt sie gehört, an die Arbeit. Bert, wir helfen dem festgefahrenen Konvoi. Wir brauchen vielleicht Verstärkung. Roger, Delta. Konvoi in eure Richtung um. Phoenix, zum letzten Mal. Ich bin hier der ranghöchste Offizier. Was bedeutet, dass ich Verstärkung rufe? Meine ja, Güte. Sir, ich werde das regeln. Sie hören was. Fügen Sie sich. Ich will da runter. Ah, hier. Das ist also der Schwarm, hä? Beeindruckt mich jetzt nicht. Da kommt der Johnny! Oh mein Gott! Und der Raiden! Johnny! Vielen Dank für deinen Raid! Willkommen im Stream und natürlich ein herzliches Hallo an alle Leute von Johnny! Wie war dein Stream? Was habt ihr gezockt? Und geil, dass ihr da seid! Oh. Oh shit! Deckung! Und Meme, grüß dich! Na? Oh. Shock time! Kämpft weiter, nicht nachlassen! Stören Sie nicht den Frieden! Au! Tobi, eine gute Nacht! Schlaf schön! Oh Gott, hab ich noch einen Boden in dem Ding? Was brauchst du? Salvebeschützer. Wow, Sniper! Unterwegs! Beschützer, sichert diese Straße! Wir werden unsere Pflicht tun, Lieutenant! Wir können keine Zivilisten in die Wagen laden, wenn wir keine mehr haben. Wow. Wow. Nice. Jack, gib mir die Knarre. Und los. Oh, verdammt! Der Sniper! Oh, 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 oh! Jawohl, danke schön. Alter, schon wieder? Bin zu nah dran? Die, ja, die Pistole ist echt trash, aber ich weiß nicht, die hab ich bei Default gerade. Ausgeschaltet. Was hat er da hinten? Achso, ich dachte, da lag eine Longshot. Scheiße! Okay, da kommt Ihre Nummer 1! Oh shit! Warte, der Buzzkill. Wir holen uns den Buzzkill. Da ist er. Friss! Verdammt. Okay. Oh Scheiße, Sniper! Ich bin am Boden. Ah! Deko! Dell, hol mich! Jawohl! Ich brauche dir Hilfe! Oh shit! Ja, ich seh dich! Okay, den haben wir! Für den Waffengewalt
Wo ist der? Am Mond. Ich will den Lenz haben, dankeschön. Das war's. Die Straße ist frei. Neu gruppieren. Okay. Okay, die anderen haben die Arbeit gemacht. Nice. Okay, was hatte der denn dabei? Hatte der eine Boomshot? Ach ne, so ein. Das sollte passen. Alright. Na toll. Na egal. Aber warte, vielleicht kann ich es mitnehmen in die nächste Zone. Hey, die Straße ist frei, das Dach aber nicht. Da ist ein Springer. No! Dann geht in den Hut und achtet auf die Stacheln. Jawoll. Zurückbleiben! Verdammt! Schießt auf den Baum! Sitzball! Nein! Er haut einfach ab! Oh, ich bin so leer! Munition! Oh! Was denn? Jawohl, er ist down. Oh. Heiliger Strohsack, okay. Okay. Es ist halt schon nicht der Kindergartenspaziergang. Erstmal looten, den Rest machen die anderen schon. Ja, genau das habe ich auch eben gedacht. Okay. Okay. Und nu? Achso, die Zivilisten. Die Zivilisten, da war ja was. Okay, Lancer-Munition. Lizzie, alles klar bei dir? Ja, ich muss nur dieser scheiß Rostlabe. Delta, Kamans Trupp wurde überrannt. Er verschanzt sich mit Zivilisten im Turm. Sie werden nicht lange durchhalten, also so, ich verabschiede mich. Ich muss leider ins Bettchen. Viel Spaß noch beim Stream, Base. Danke, Johnny, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deinen Raid und dir eine gute Nacht. Und hast du das mit dem Giveaway gesehen? Ich habe jetzt nicht gesehen, ob du dich schon eingetragen hast, weil es gibt wieder was Schönes zu gewinnen. Auch für die PCler unter euch, falls ihr es noch nicht habt. Infos, Ausrufezeichen, Giveaway und dann könnt ihr schön was gewinnen. Oh, warte. Für alle Subs natürlich. Alle Häscher wie vergammelter Fisch in der Latrine. Da lang. Okay. Hoffentlich nur die Toten. Na los, hier durch. Aufmachen. Genau. Ausrufezeichen Wolfenstein. Es gibt Wolfenstein Youngblood für PC zu gewinnen. Mitmachen. Alle Subs können mitmachen. Jeder mit Wecker. Jawohl, nice, Johnny. Ich drück dir die Daumen. Hey, der. Wenn ich doch mal gewinne, spiele ich Lotto. Sehr gut, Scooby. Hör mal, du hast vielleicht kein Problem, auf Unschuldige zu schießen, ich aber schon. Ammo. Unschuldig, ha? Unschuldig. Mach's gut, Johnny. Leute, die Brandsätze werfen, sind unschuldig. Gut zu wissen. Alle beide, hört auf damit. Wartet, ich hab davon gehört. Das wart ihr drei? Nicht drei. Einer von uns hat seine DBs unter Kontrolle gehalten. Was ist denn passiert? Wir haben Aufständische identifiziert und eliminiert. Nein, du hast das Feuer auf Demonstranten eröffnet. In jeder Herde wird mal aussortiert. Wow. Sind ja richtig dicke Freunde. Ich weiß, wen ich hier aussortieren würde. Komm, Tür zu, wir müssen weiter. Alles klar. Was passiert ist, ist passiert. Konzentrieren wir uns lieber auf die Evakuierung. Verdammt, du hast recht. Da vorne ist der Hub. Scheiße, Carmine hat definitiv Probleme. Oh shit, hier ist alles im Sack.
Der Schwarm greift auch unsere Kondors an. Ja, der ist sicher wegen dem verdammten Swarmic abgestürzt. Jeder Kondor, den wir verlieren, bedeutet weniger Verstärkung. Oh no! Okay. Der ist schon kaputt. Hier geht's durch. Oh shit, ein Hasher. Wenn der in den Hub gelangt, hat Carmine ein echtes Problem. Los! Okay. Hey, laufen! Schaltet sie aus! Jawohl, Overkill, was zum Geier! Overkill! Diese Papa müssen weg! Okay. Wo sind sie? Das sind die Selbstmordlarven hier. Delta Carmines Funk geht wieder. Ich stelle ihn durch. Phoenix, ich habe nur noch einen Satz Divis. Wo zum Teufel bist du? Durchhalten, Sarge. Wir sind fast da. Aber echt, wo seid ihr? Hey, wir gucken uns hier mal gerade um. Ich weiß nicht, wo der fette Gegner hin ist. Der ist abgehauen übers Dach, glaube ich. Okay. Alle Einheiten, Angriff, Angriff. Scheint, das könnten Carmines DBs immer noch kennen. Okay, let's go. Okay, Carmine ist mit den Zivilisten in diesem Turm. Zeigen wir diesen Divis, wie das geht. Säubert den Platz. Jawohl. Scheiße, sie sind überall. Jawohl. Startet Jack durch. Nicht nachlassen. Aufstehen. Wow. Das macht da so heftig Damage. So da hinten, das Kreuzfeuer von dem. Ich bin am Boden. Wow. Woohoo, yeah. Komm schon, Baby. Ach, du meinst den Brumac? Ich denke den nicht aus. Dann geschützt. Jawohl, komm, 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 komm. Frag raus! Jawohl. Bin unterwegs. Schmarrn! Au! Wow! Der wollte mich gerade hauen. Arbeit, Delta. Das war's. Carmine, Platz gesichert. Danke, Delta, aber da kommen noch mehr Feinde zu euch. Okay. Hey, unser Nachschub ist immer noch da draußen. Also guckt mal, was ihr mit Bairds neuen Lancern anstellen könnt. Roger, kümmert ihr euch um die Zivilisten. Wir kümmern uns um den Rest. Oh, was haben wir da? Oh, Granatlancer. Wo zum Teufel nimmt Bird die Zeit her? Hier, ran an die Buletten. Okay, mit Granatwerfern, da nice. Kommen Sie! Okay, oh. Delta, knallen okay. Wir sie ab! Keine Knochen. Okay. Oh Scheiße, ein Zeil. Okay, er hat auch eine geile Waffe. Okay, der kam unerwartet. Gute Arbeit, Delta. Das war's. Carmine, Platz gesichert. Danke, Delta. Da kommen noch mehr Feinde zu euch. Hey, ich will noch mal diese Knarre haben. Also guckt mal, was ihr mit Bairds neuen Lancern anstellen könnt. Ich will diese Challenge wegwerden, loswerden, die ist scheiße. Wir kümmern uns um den Rest. So, Bär. Oh, was haben wir da? Jawohl. Oh, Granatlancer. Wo zum Teufel nimmt Bird die Zeit her? So, los, let's go. Ran an die Buletten. Let's go. Da kommen sie! Okay, Delta, knallen wir sie ab! Und erstmal sammeln.
Aufpassen! Wow! Okay, warte. Hä? Falsch Knarre, Mann! Aufpassen! Hey, bleib links herum! Da, Granatlenzer, jawohl! Scheiße, sind das viele! Ich hab nur ein paar Kondos übrig! Welche Verstärkung brauchst du? Ist immer noch. Ah, warte! Hier! Ich hab keine Ahnung, was es ist! Alles klar, sind unterwegs! Er ist tot! Ich wollte nur sagen, dass ich dich sonst mal wirklich hasse! Komm schon! Ballert einfach. Jack, komm zu Jack, please, Lenten. Jawohl. Fügen Sie sich. Ziel erledigt. Okay. Da sind noch welche? Auf der Seite? Nee, auf der Seite machen wir. Kriegen gegen die Koordinaten beschafft. Lass uns in. Auf die Birnen zielen. So einfach gesagt, manche von denen haben ja einen Helm. Oh. Boom. Suizidlarven. Okay. Oh. Munition. Oh jawohl. Immer noch Schützen? Beteiligen Sie den Platz immer noch, okay? Bringen Sie die Waffen nieder. Verschanzt Sie greifen uns von rechts an. Geschützpower! Jawohl! Hier! Gibi! Blenden! Ziel erfasst! Wuhu! Noch irgendwo einer? Da hinten. Feind ausgemacht. Keiner läuft ohne Beine. Weiß ich zumindest mal, wie die heißen. Schalte den Grenadier aus! Hey, da ist ein Springer! Aufruhr wird nicht verliert. Wo ist er? Was hat er gesagt? Wo ist der Springer? Oh, Scheiße! Oh, shit! Unterlassen Sie das!
Da. Wir müssen uns auf den Springer konzentrieren. Komm schon. Okay, den haben wir. Feuer. Ah! Weg. Ist er tot? Nein, immer noch nicht. Okay, warte. Geschützt. Dieses Mal, du warst das wohl, alles gesichert. Okay. Hey, was ist denn mit dem Hasher passiert, dem wir gefolgt sind? Oh shit. Ja, das musste ja passieren. Zurück! Schieß von weiter weg! Ha, das Ding verschwingt richtig! Scheiße, nein! Nein, ich kann nicht drauf zielen! Okay. Mich hast erwischt! Komm, steh auf! Oh, was für eine riesige Scheiße! Das ist schlecht! Was zum Geier hat mich getroffen? Weiß nicht, zusammenkomme. Na schon! Glaubst du, du machst dir Angst? Ha! Du machst dir keine Angst, richtig! Jawohl, komm! Ein Auge macht! Hey, Pescher! Hier drüben! Such dir gefälligst jemanden in deinem Körper! Einfach voll draufhalten! Komm schon, der ist direkt vor der Lohntür! Oh shit, der hat mich, wartet! Jetzt! Warum? Okay, Pescher erledigt. Komm rein, der Platz ist sicher. Okay. Ich bin komplett covered in Pescher. Okay. Na schön, evakuierte herhören. Im Laufschritt zu den Minotaurs. Keine persönlichen Sachen, kein Gepäck. Hey, bist du taub? Keine persönlichen Sachen. Ey, wie er drauf ist. Carmine! Mann, Sie haben heute eine Menge Leben gerettet, Sarge. Haha, der Madenkiller ist zurück, Baby. Madenkiller, Schwarmkiller, egal. Clay. Gerettet von meinen Ex-Schülern. Onkel Clay! Und jetzt muss ich wieder hoch. Hab mir Sorgen gemacht, hast dich nicht gemeldet. Der Funk war tot. Und die da haben mir aus der Klemme geholfen. Ich schulde dir noch mehr, Phoenix. Oh shit. Was jetzt? No! Oh, was zur Hölle! Der arme Soldat, ja Mann, Scooby! Oh, Scheiße! Nicht Carmine! Haben's abgehängt! Delta, ich werde für die Evakuierung aufsetzen! Nein, nein, weg hier! Es ist nicht sicher! Wir wurden getroffen! Oh, shit! Shit, Raven getroffen! Auf zur Absturzstelle! Okay! Chinatown? Das Feuer ist im Weg. Wir müssen drumherum. Da. Hier lang. Oh, shit. Cardio Kit. Moment. Eins mit Stim-Technologie. Okay, neue Fähigkeit Stim. Jack gibt Truppmitglieder einen temporären Rüstungsboost. Betrifft alle Truppmitglieder in Reichweite. Im Korb kann nur der Spieler, der Jack steuert, diesen ausrüsten und upgraden. Alles klar. Ist der Kammer jetzt Nachfahrer von dem Wurmverhältnis? Das waren Brüder. Das waren Brüder. Und Clayton war, glaube ich, der Älteste. Der hat als einziger bis jetzt überlebt. Sonst sind ja immer die anderen einfach draufgegangen. Okay. Ja, ausrüsten auf jeden Fall. Ach, warte. Rüstungsboost? Ja, ich glaube, wir benutzen. Aber das Orten benutze ich echt nicht. Okay. Aber wir haben noch keine Punkte, um es weiter auszurüsten. Also dann machen wir es so. Alles klar. Okay, jetzt kann Jack uns mit Stims durchs Feuer bringen. Jawohl.
Jetzt gehen wir mit Stims durchs Feuer. Let's go. Stim time. Okay, los, los! Jawohl. Oh, heftiges Zeug. Das hatte ich vergessen. Schnell, das verhalten Sie LB und drücken Sie Steuerkreuz, um zwischen den Stim und Impuls zu wechseln. Alles klar, nee, wir bleiben bei Stim. Okay, Zeit für eine Stim. Organismen nicht in unserer Datenbank gefunden. Oh, Scheiße! Scheiße, ich bin schwer! Okay. Stealth, Scharfschützen da! Wo? Da hinten? Oh Gott. Wie lange mache ich noch? Es ist gerade so spannend. Eigentlich wollte ich ja nach dem Kapitel Schluss machen, aber... Oh shit, sind die direkt neben mir? Yo! Jawohl. Okay, Stim. Oh verdammt, oh shit. Okay, let's Stim. Komm her! Hab ich dich! Woo! Gotcha! Okay, wartet. Blitz! Jawohl, Blitz! Er ist tot! Ah! Gut, ich glaube, okay. Das waren alle. Wenn ich muss noch einen packen. Vollstrecker? Ist das eine Pistole? Ja! Nee. Verdammt, ist es nicht. Und wir erreichen die Zentrale nicht. Okay. Der Funk ist gestört. Hörst du mich, Kate? Wir wurden von Cole, Fass und Carmine getrennt. Jetzt neu gruppieren. Wir treffen uns vor dem Theater. Roger, wir sehen uns da. JD, komm schon, gehen wir durchs Hotel. Okay, Hotel? Was? Was da? Okay, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe keinen Lancer. Zum Sägen zum Beispiel. Hey, durch das Ladedock. Okay. Ladedock, Ladedock. Ach da. Los, hier rein. Okay. Licht. Yo, Jack, erleuchte uns. Obwohl, nee, wir verlieren eine Menge Gears. Okay. Phoenix, ich habe es zurück zum Partei geschafft. Ich werde versuchen, die Leute hier aufzukriegen. Verstanden, Lizzie. Viel Glück. Jawohl, Upgrade-Punkt. Schalte DBs nicht nur aus, sie verwandelt sie. Wie krass, Mann. Jupp. Lecker Bacon. Da ist ein Gnasher. Da ist nix. Okay. Oh, shit. Aus! So. Sie sind aktiv! Okay. Komm schon, ich hab dich! Runter von mir! Jawoll. Okay, Koop. Komm, steh auf! Mmh.
kaputt. Oh shit. Oh fudge. Oh Mann. Okay, wartet. Granaten, geht das noch? Okay, Granaten geht noch, aber man sollte dann auch ein paar Schritte davon weggehen. Ha, der Schmerz. Okay. Ja, hier war sonst nichts mehr. Mal überlegen, ob ich die Gnäscher nehme. Ach, man kann das auch Sneaky spielen. Base und Sneaky, ne? Okay. Oh, verdammt. Oh, Scheiße, sie sind aktiv! Oh, verdammt. Hey! Ja, geht aus dem Weg, Mann! Okay. Okay, jetzt brauchen wir unbedingt einen Moon. Da liegt was, okay. Was ist das? Normaler Lancer, okay. Oben ist auch noch einer, okay. Ja, da komme ich gar nicht mehr dran. Egal. Solange er uns in Ruhe lässt, lassen wir ihn auch in Ruhe. Da ist noch einer. Okay. Wo geht's denn raus? Wo geht's denn raus? Irgendwo da hinten wahrscheinlich. Oh, Lancer, Munition, dankeschön. Da sage ich nicht nein. Jawohl. Wir gehen da rein, Del. Mach dich bereit. Party. Voll Moon. Mann, wie schnell das vor die Hunde ging. Hey, Cole, Fass, Carmine. Ob es Ihnen gut geht? Hoffentlich. Los zu Kate und Dad, dann können wir uns um die anderen sorgen. Okay. Scheiße. Nicht alle. Ja, das ist die Abschlussstelle. Hier ist alles im Sack. Da geht's nicht weiter. Da. Hier lang. Ganz sachte. Oh, der Ballraum. Bin auf komm, Del! Del! Wo bist du? Bruder! Danke, Del. Danke.
Schnappen ist unter das Beste, wie man die kaputt kriegt. Jawohl. Echt jetzt? Oh Scheiße, die sind über uns! Was? Oh shit. Okay. Jawohl, die Knarre hier. Nein! Down, 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 down. Ich seh dich. Ja, dann los. JD, da kommt noch mehr von links! Ja, ja, wo hoch? Da! Okay. Komm jetzt von der anderen Seite! Oh shit! Das hat knapp! Nicht jetzt! Verdammt, Munition! Oh ne, warte, Overkill! Das ist der letzte! Ah, falsche Knarre! Okay, gehen wir! Diese Dinger machen mir Angst! Ach was! Okay. Lancer-Munition wäre jetzt noch gut. Aber nochmal eine Overkill. Hier war die Band. Tür. Okay. Achso. Los, hier lang. Mich misst es! Oh, 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 oh. Was zum Henker ist das? Den Jungs, knall sie ab! Egelmann! Okay, die sind alle tot. Oh, Kacke. Achtung, sie ist wieder da! Knallen wir sie ab! Wären das weniger? Oh shit, ich hab Angst, dass sie herkommt. Gute Geschichte! Oh. Okay. James, James, hörst du mich? Verstanden, Dad. Laut und deutlich. Aufgepasst, die Schar besteht aus Egeln. Ja, wissen wir. Sie stören irgendwie unseren Funk. Aber Barrett lässt deinen Druck die Funktürme säubern. Wir sind am Theater. Okay. Seid ihr in der Nähe? Die Straße runter. Wir sind unterwegs. Nehme ich die Boomshot mit? Hm. Eigentlich hätte ich gerne... Die war kacke. Wir müssen die eigentlich wieder tauschen gegen... Ach verdammt, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich den Lancer gedroppt habe. Ich glaube, der war auch komplett leer, ne? Da ist der weg. No! Nasher. Lancer, verdammt. Die Säge. Wir werden die Säge vermissen. Achso, hier oben sind wir hergekommen. Wir müssen raus. Okay, hoffentlich haben wir uns jetzt nicht irgendwie vom... von der Ausrüstung her ein bisschen in den Arsch gekniffen. Oh, halt da. Nein, auch Vollstrecker. Okay. Okay. Del, es geht los. Es geht los. Lancer? Nein, Vollstrecker. Die wissen wohl doch nichts über die Schar. Scheiße, helfen wir in die Straße zu säubern. Sergeant, wir werden sie zusammen. Vielen Dank, Sir. Ibis, los! Säubert die Straße!
Bestätigt, Lieutenant. Erfahrung untersucht. Los, Leute, weiter so! Okay, der ist mal weg. Sergeant, gefallen! Erfahrung untersucht. Habe ich nicht gesehen. Okay. Den habe ich nicht gesehen. Okay. Okay, lass uns gucken, ob wir die Knarre vielleicht früher kriegen. Ja, es geht los. Okay. Munition, Munition, Munition. Die wissen wohl noch nichts über die Schar. Scheiße, helfen wir ihnen, die Straße zu säubern. Sergeant, wir werden sie zusammen machen. Vielen Dank, Sir. Die los! Säubert die Straße! Bestätigt, Lieutenant. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Dell, bist du hier? Ah. Jawohl, langsam. Ich spann mir die Knarre gerade auf. Bis der Schwarm kommt. Bis der Mutsche hin. Da. Okay, wo ist das Vieh? Oh shit! Deckung. Da. Hören Sie an, bevor Sie die Forschung drehen! Jawohl! Die Fahrer ist ein hier drüben! Kampfmann über jeden ausgeführt! Jawohl! Nicht jetzt! Perfekt! Diesmal hat's hingehauen! Gab's diesen komischen Drohnenschwan nicht auch schon bei Kott? Ich bin mir nicht sicher. Okay, das war's. Und rüber. Was für ein Chaos. Treffen wir uns mit Markus und. Ach doch, ja, diese Nano-Dinger waren das. Stimmt, da war was. Jetzt, wo du es sagst. Ja, ja, Advanced Warfare, genau. Genau, genau. Advanced oder wie hieß das andere? Was gab's denn noch für welche? Die haben nur nie was gemacht. Zeit, dass ihr kommt. Gut, ihr seid sicher. Apropos Kott, ist jetzt nicht gerade die Beta? Falls ihr im Theater seid, da war von dem neuen Modern Warfare? Ich habe vor einer Stunde den Kontakt verloren. Okay, wir sammeln sie ein und bringen sie in Sicherheit. Und Bert, okay. Falls jemand nach Verstärkung ruft, geh nicht drauf ein. Verstanden, aber da draußen sind bereits eine Menge.
Verstanden, Zentrale. Wir halten die Augen offen. Ja, seit heute. Okay, alles klar. Konnte mich auch irgendwie daran erinnern, dass jetzt was war. Los, auf die Bühne. Auf die Bühne? Was? Oh. Oder in die Bühne? Hallo, Stage Stop? Nee, die nicht. Okay. Hä? Oh, Splittergranate, nice. Okay. Ach, jetzt geht's. Toll. Ich musste erst die Splittergranaten bestimmt finden. Hey. Oh ne, sie kriegt wieder Kopfauer. Ja, keine Sorge. Nur Kopfweh. Okay, los geht's. Okay. Verdammt, nichts. Wenn hier Leute waren, wo sind sie alle hin? Vielleicht sind sie entkommen. Öffnen wir diesen Vorhang. Okay. Wo öffnen wir den denn? Ach, hier. Okay. Probieren wir mal den. Leute, wir haben ein Problem. What the? Ein umgedrehter DR1. Das ist die. Guck dahinter. Die Evakuierten. Sie sind alle tot. Wir sollten wohl leise bleiben. Gott verdammt! Töte das Ding! Frag raus! Frag raus! Jetzt bin ich wach! Ich tanze am Boden, warte. Hab dich gehört, warte kurz. Ja los, komm, gib Gas. Dankeschön. Und den Popo. Alle wollen mit der Lady tanzen. Wow, okay. Erledigt, lasst uns einfach von hier verschwinden. Die anderen. Aber echt. Hey, ich glaube, wir können rechts raus. Ja. Lass uns mal schnell hier abhauen. Shit! Wow! Hat der mich erschrocken, okay. Bird. Die Evakuierten im Theater haben es nicht geschafft. Was ist mit Cole, Fast und den Carmines? Lizzie hat es zu ihrem Konvoi geschafft, wird aber immer wieder umgeleitet. Sie haben einen Raven gefunden. Aber ich erreiche weder Cole noch Fast. Habt ihr von ihnen gehört? Nein, noch nicht. Aber wir suchen weiter. Okay, warte mal kurz. Wir können bestimmt was aufwerten. Jawohl. Noch mehr Gesundheit für Jack. Toilette. Das sag ich doch nicht, nein.
So, bin mal raus. Gute Nacht allerseits. Silver, ich wünsche dir auch eine wunderschöne gute Nacht. Schön, dass du so lange dabei warst und bis zum nächsten Mal. Aua, der Damage, ey. Oh ja, Granaten. I like it. Okay, ich habe keine Moon mehr für die Overkill. What? Heilige Scheiße. Wow. Data, seid ihr? Befehl der Zentrale. Evakuierung beendet. Zentrale, hier Delta. Verbindung bricht ab. Wir sind beim Theater. Wiederholen. Ihr müsst da raus, Kleiner. Wir werden die Siedlung aufgeben. Können wir nicht den Hammer der Morgenröte benutzen? Nicht, wenn ich damit nicht zielen kann. Zieht uns zum Haupttor zurück. Berg, wir stecken auf der anderen Seite der Stadt fest. Felix, hier Lizzie. Seid ihr beim Theater? Lizzie, Gott sei Dank. Bestätige. Ich wurde ungefähr 6-mal aufgehalten. Ich komme euch holen. Bin auf dem Weg. Wir warten hier. Delta Ende. Hier rein. Na los. Oh, Coltrane. Hey! Wow, wow, wow! Wir sind's! Wir haben wen mitgebracht. Der Dicke! Oh shit! Okay. Wohin schießen wir damit? Au! Auf seine Bubbles! Auf seine Bubbles schießen! Jawohl! Immer auf die Pickets schießen! Oh shit! Gut, Deckung! Er hat auch noch einen Pickel am Kinn. Jawoll! Jawoll! Wo geht Coltrane hin? Ich hoffe, der holt was Gutes. Boah! Und jetzt auch noch Drohnen! Was? Aber oh! Ich hab keine Moon mehr. Jack! Oh, Boomshot, perfekt. Auf den Pickel, wo ist der Pickel? Oh, kann den Pickel nicht sehen. Da, am Fuß. Schiff, der Code. Okay, warte, Boomshot weg. Ah! Okay, jetzt. Hab sie. Oh, Deckung. Oh, shit. Holt sich ein Eis! Oh, 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 oh! Da war Lancer Moon, jawohl! Ich kann die doch nicht verkommen lassen! Okay, ich geh gleich hinter der Couch in Deckung! Und los! Jawohl! Oh Gott, ich brenne! Cole, hol mich hoch! Oder Dill! Dill, 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 Dill! Es hat ein Motorrad gefressen!
Okay. Oh, ich dachte gerade, wen hat's denn da abgerissen? Voll auf die 12, ja. Wir kommen ein bisschen spät. Hey, Dell. Erkennst du hier vielleicht irgendjemanden wieder? Ist das vielleicht der friedliche Demonstrant, der mir die Nase gebrochen hat? Du verdienst mehr als eine gebrochene Nase. Zeig mir doch, was ich verdiene. Stopp! Verdammt, lass die Scheiße! Verdammter Feigling! Feigling? Wow. Ich hab da ein paar Neuigkeiten für dich. Nicht. Rate mal, wer den Feuerbefehl gegeben hat. Direkt in die Menge dieser friedlichen Demonstranten, mein Freund. Oh, oh. Ja, ganz genau. Euer Lieutenant Stammbaum hier. Leute, kommt schon, ich... Die haben Brandsätze geworfen, die... Die ganze Lage war unübersichtlich, okay? Ich wollte nicht, dass es passiert. Ach, egal. Tut tut, die Kavallerie ist da! Yay! Tut tut! Okay, wir reden später darüber. Los jetzt. Ja, hinterher ist man immer schlauer, genau, Tuffy. Im Lautschritt! Ich muss diese Leute hier rausschaffen! What? Oh, shit! Der Krieg ist blockiert! Wir brauchen mehr Motorräder! Kommt schon, zieht das Feuer auf euch! Konvoi, wir brauchen den Hammer! Ihr braucht was? Er ist feuerbereit, oder? Ich hab noch nicht mal die Koordinaten. Dann... nimm mich! Bist du irre? Kann sein. Peil meine Rüstung an und gib Stoff! Nein, das werde ich nicht tun. Musst du aber, wir haben keine Wahl. Jawohl! James! Deckungsfeuer! Ich bin fast da. Bereit machen. Das kann nicht gut gehen, Kleiner. Jetzt! Okay, Leute, ihr wolltet den Hammer sehen. Hier ist er. Nein, wir haben es gepackt. Oh Gott sei Dank, er ist ausgegangen. Wow, siehst du, ich wusste, dass es klappt. Oh Gott, er ist wieder an. Bert! Bert! Was ist ich los? Ich habe keine Kontrolle. Iris, schalt ihn ab! Schalt ihn ab! Oh, verflucht! Lauf weg! Hat genau meine Genauigkeit. Ja, so wie genau das. Spray and pray. Oh shit. Oh nein. Nicht die Konvois! Los! Los! Oh nein, nein! Nicht Carmine! Ihr müsst da raus! Lizzie!
Wow. Dran. Ziehen wir es durch. Wir haben nicht gerade viel Zeit. Die Winter Edition. Kate! Sollen wir ihn mitnehmen? Ja, klar. Von hier aus. Alles klar. Komm schon. Yay, Jake. Sah aus wie Skyrim. Yep. Jack? Nur, dass ich mein halbes Leben auf der Flucht war vor Corbots? Gar nichts. Siehst du, es liegt also gar nicht an dir, sondern an ihr. Das ist hübsch. Schön dekoriert. Sind deine Kopfschmerzen wieder zurück? Der... Mir geht's gut. Er wird nicht auf dich hören. Wie wär's, wenn er das selbst entscheidet? Hey, sie ist es. Deine Beerdigung. Hier sind Chorwaffen verboten. Rückt sie schon raus. Du weißt, wer mein Vater war, oder? Wer meine Mutter war? Und doch kreuzt du hier in Chorrüstung auf. Schon komisch. Mann, Scheiß kriegt er von uns. Hey. Tu, was sie sagen. Wie du meinst. Ihr könnt sie abholen, wenn ihr wieder geht. Lasst sie durch! Er ist hinten bei der Dampffarm. Versucht, keinen Ärger zu machen. Das liegt allein an ihm. Okay. Wir haben schon viele Non-Cons überzeugt, bei der Chor zu kämpfen, aber ich habe das Gefühl, diese Nuss wird etwas härter zu knacken sein. Ja, ganz genauso. Okay, ich würde sagen, das ist ein perfekter Zeitpunkt, um Pause zu machen. Was war mit ihr? Kenne nicht die Geschichte. Also im Endeffekt ist das hier eine Splittergruppe von Leuten, die gegen die Chor, also gegen die Armee quasi kämpfen, in der sie jetzt ist. Sie war selber mal Teil von dieser Revolution. Ihre Mutter war die Anführerin, aber ihre Mutter ist von den Locust, der größeren Bedrohung, von dem Schwarm gefangen worden und dann getötet worden. Und jetzt kämpft sie an der Seite von JD, den wir eben gerade gespielt haben, und dem Vater Marcus Phoenix. Ja, Leute, aber an der Stelle werden wir es gut sein lassen, ne? Weil es ist auch schon spät und wir haben jetzt auch schon ein bisschen gestreamt und wir werden da auf jeden Fall weitermachen, so ist es nicht. Zurück zur Lobby. Quatschbase, ist Zeit, hier einen Kaffee zu machen und durchzuzocken. Nein, M-Team, das wäre geil, aber ich muss leider auch später wieder arbeiten und da hilft dann das bisschen Kaffee leider nicht. Aber die Idee an sich gefällt mir.